Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir befinden uns hier in unserer kleinen Base und werden uns in dieser Folge wieder in den Nether bewegen, denn wir haben hier unsere Steel Pickaxe hier. Aber die wird uns, glaube ich, nicht wirklich was bringen, weil wir brauchen ja, oder wie war das, die hat Mining Level, wir brauchen aber Mining Level Obsidian. So, wie mache ich eine Obsidian Pickaxe? Nehmen wir nach Obsidian. Wie kriege ich das jetzt hin? Ich muss Molten Obsidian machen. Da kann ich einfach Obsidian da reinhauen? Das funktioniert? Habe ich noch Obsidian im System drin irgendwie? Habe ich noch 4 Stück. So, ich habe irgendwo bestimmt hier zum Beispiel. Ah, scheiße, das Ding ist wieder aktiv. Nope. Ich habe eigentlich schon vorbereitet, ich glaube, damit wir das Gebiet verlassen. So, ich würde mal sagen, wir tun ein paar Teile rein. Ich hoffe, die schmelzen jetzt. Wir müssen dann schnell das Gold umwandeln wieder. Schauen wir, dass wir das hier rauskriegen. Komm, das reicht. So, und der Rest, ja, das reicht halt nicht mehr. Dann gehst du hier rein. Ah, hier ist mal schweben. Und dann machen wir als nächstes dann einen Spitzhackenkopf. Als erstes muss man das ganze Obsidian schmelzen. Und dann müssen wir, so jetzt schauen wir mal. Mining Cast und der Tool Rod brauchen wir dann noch. Die 3 Sachen benötigen. Wir machen gleich mal eine reine Spitzhacke aus Obsidian. Schauen wir, ob die sich noch was bringen. Oder ob die sich was noch bringt. Oder halt nicht. 0 von 3 Obsidian Bucket. Hm, auch eine ganz interessante Sache. So, schauen wir mal. Jetzt sind die gleich geschmolzen. Different than fluid in melter. Okay. Und jetzt muss ich das einmal abbauen, weil sonst das Obsidian spinnt, oder was? Wahnsinn. Das Obsidian spinnt, weil was anderes drin ist. Aber liegt vielleicht daran, weil halt, ja. Oh, das schaut mir echt so aus, als ob ich mehr bräuchte. Ist aber flott. Wahnsinn. Okay. Tool Rod. Ah, das geht besser, okay. Und jetzt noch die Binding hier. Okay, das sieht auch gut ausgegangen. Dann, die nehme ich auch wieder mit. Das ist jetzt nicht der Plan, aber okay. Zum Crafting Table würde ich sagen. Jetzt muss ich das Lapis Lazuli nur alles zur Seite legen. Spitzhackenkopf, die Binding-Ding hier. Mining Level Cobalt, das ist natürlich gut. Dann kommen jetzt hier Diamanten dran. Ein bisschen davon. Jetzt holen wir nochmal Redstone, ob sie das noch was bringt. Haste, das ist natürlich auch geil. Und wenn wir jetzt hier noch... wenn ich jetzt im Kopf hätte, gerade wieder wie es heißt. Quartz. Ein bisschen Quartz verwenden. Das geht jetzt gar nicht, das ist jetzt... Haste, Diamond and Luck, das ist Sharp. Okay. Das macht sozusagen die Attacken dann noch ein bisschen stärker. Und damit ist Speed höher. Wir nehmen mal Speed. Und holen noch ein bisschen Lapis daher. Denn mit Lapis kann man dann wahrscheinlich ein bisschen was noch rausholen. So. Dann sollte das passen. Dann haben wir jetzt eine Obsidian Pickaxe. Und dann ab in den Nether. Ab in den Nether. Und wir sind wieder da, wo wir letztes Mal waren. Aber ohne Kuchen. Wo bin ich? Und wo ist mein Overworld-Kuchen? Das ist jetzt die Frage, wo ist der Overworld-Kuchen? Wo ist der hin? Ich weiß, ich habe mich in irgendeinen dieser Hügel mal reingebohrt, aber in welchen? In welchen bin ich überhaupt lang gelaufen? Das ist jetzt natürlich... Magma Slime! Wie scharf ist denn das eigentlich? 1,6 Attack Speed, 7 Attack Damage. Ist der... No, Magma Slime. Ich hätte dich doch gebraucht. Es ist ja versunken. Na toll. Was ist denn das? Der Ton ist auch irgendwie weg. Ganz komisch. Gravitational Anomaly. Will ich abbauen? Oh! Jetzt zum Glück bin ich hier gut aufgestellt. Aber da ist gleich die Höhle sogar, die ich gemacht habe. Haha. Also irgendwie stimmt der Sound nicht. Oh, der hat eine Laserwaffe. Seid ihr in meiner Höhle? Der Kuchen ist weg. Der Kuchen ist da, die. Das ist nicht gut. Jo, ist gut. Du weißt, dass du gegen mich keine Chance hast. Das reicht. Hunger auf ganzer Linie. Problem ist eher der Hunger. Gucken wir uns mal nach da oben. Da schaut es sehr an Materialien aus. Es sind halt überall Blazes. Wahnsinn. Und über diese bewaffneten, komischen... Es reicht. Gott. Nein. Ruhe jetzt. Ja, warte mal, ich muss jetzt deinen Kollegen hier... So, wo bist du jetzt, Nervensäge? Nervensäge. Bist du denn Nervensäge? Daneben. Es reicht. Oh, jetzt hat er ihn anzündet und jetzt schießen die gegeneinander. Schön. Es reicht. Ich bin so direkt auf den Senkel langsam. Da ist schon wieder einer. der hat mich auch schon wieder weg. Ja, ist gut. So, jetzt aber. Obsidian, Spitzhacke, wieder gucken, wo der blaue Punkt war. Das ist Quartz und das ist Kobalt. Das braucht lang abzubauen. Holy shit. I can't believe it. Believe isn't. It's not Lapis. Nein, es ist Kobalt. Wo ist denn jetzt? Kobalt, Tinker's Construct. Das waren die nächsten Gebiete mit Kobalt. Was ist das? Android Ore. Ey! Dein Ernst? Geht mir auf den... Oh, shit. Das war absolut nicht gut. Mein Lebensbalken gezeigt habt als 12. Uff, Die Frage ist, wie komme ich denn wieder in Overworld? Ich kann mich hier kaum hoch, kaum hochfliegen. Jetzt hängt's. Oh, oh. Das Problem ist, warum konnte ich denn jetzt den blöden... das Ding nicht aufheben? Das ist ja schon wieder die andere Sache. So, okay, ich baue jetzt hier schnell irgendwo einfach mal eine gute Position, nehmen wir unsere neue. Ich glaube, die Wirkung ist jetzt vorbei. Oh, das ist einfach ausgegangen. Oh. So schnell kann man aushöhlen, okay? Das geht schnell. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Fun Fact, das funktioniert einfach wieder. So, okay. Wie komme ich wieder zurück? Also, ich habe nichts davon dabei. Wollte mir jetzt damit sagen, es bleibt mir nichts anderes übrig, außer mich zu töten? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen bescheuert. Das wäre jetzt natürlich so dezent deppert. Ich will erstmal diese Höhle ausweiten. Ja, guck, da kommen wir noch zu weiteren Ressourcen. Das ist natürlich eher Schaufelterritorium jetzt. So Soul Sand. Man, ich muss... dass man den einfach so abbauen kann, ist aber auch irgendwie beschissen. Aber okay, es ist ein Kuchen. Was habe ich erwartet? Das hätte ich alles viel taktischer platzieren müssen, wahrscheinlich einfach. Viel, viel taktischer platzieren müssen. Jetzt habe ich natürlich auch kein Essen mehr. Weil ich gedacht habe, das ist ein simpler Jump rein und Jump raus. Wir machen jetzt hier mal schnell so einen Vorsprung. Dass man irgendwie erkennt, dass da was gebaut wurde, müssen wir hier jetzt so eine Konstruktion hinbauen, die es irgendwie erkennen lässt, dass hier jemand unterwegs war. Und dann muss ich damit hoffen, dass ich das danach wird. Und wenn nicht, wäre das ein bisschen blöd. dann werdest du ein bisschen bescheuert. Was haben wir hier in so Plattformen sozusagen? So. Fast ein Haus, möchte ich meinen. Fast ein Haus. Und natürlich, man muss einfach irgendwie so machen, dass man sieht, dass es von... also bearbeitet wurde. Dass ich irgendwann die Sachen wiederfinde. Weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass das jetzt kein Zurück mehr gibt. Das habe ich, glaube ich, offiziell verkackt. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge werde ich dann alles auf den Haufen schmeißen hier in der Höhle. Und... die Lava runtersprengen. Damit hoffentlich hier den Punkt auch speichern, wo ich damit hinfliegen kann. Damit wir herausfinden, oder beziehungsweise es hinkriegen, all das hier zusammen... upsala. Die Schaufel geht einfach... Die Spitzhacke geht einfach zu sehr ab. Und dann werden wir uns mal wieder nach Hause hoffentlich teleportieren können. Das mit dem Kuchen hat ja semi gut funktioniert. Aber ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.